geht mir da auf den Sack? Ach, Herr Rosberg, hallo, der Rentner. Ja. In unserem Projekt ist er noch kein Rentner. Ne, das stimmt, da ist er mal am Kämpfen. Na ja, gut, gleiches gilt für Massa ja auch und Button. Ja. Wobei man es bei denen ja vorher wusste. Das stimmt. Das kam ja aus dem Nichts quasi. Wie hat er gesagt, ja, Wicket hätte ich das erst nach Weihnachten bekannt gegeben. Naja, wäre vielleicht cool gewesen, aber dann hätte das Team natürlich kaum noch hätte der Toto, dann wäre der Toto erst die Arschkarte gewesen. Dann wäre er der richtig ausgerastet. Dann hätten die aber auch Vertragsstrafen bestimmt gezogen. Kann er sich der hatte ja auch Vertrag bis 2018. Kann er sich leisten. Kann er sich leisten, 2 Jahre. Je nachdem, könnte schon teuer werden. Kann ich auch mal irgendwann aufhören, Benzin zu sparen? Das nervt. Ja, kannst du nicht. Ich versuch's mal. Standard. Standarte? Nein, gut, Standarte fahre ich nicht. Ist nicht gut für die Aerodynamik. Hab ich jetzt DRS oder was? Ja, jetzt DRS. Ja, auf der Lenkrad. Guck du mal auf den Knopf, dann siehst du, was passiert. Oh, Schleudersitz. Aber neuestes Gerücht ist ja, dass Vettel da im Gespräch sein soll, ne? Ja, da waren alle schon. Dass der nächste Fahrer, der jetzt kommen soll, wohl nur einen Jahresvertrag kriegen soll. Im Gespräch, also so ist nicht. Aber Vettel wird kein Jahresvertrag. Immer noch. Aber nee, nicht Vettel, sondern die jetzt kommen, sollen einen Jahresvertrag kriegen, damit die dann Vettel übernächstes Jahr übernehmen können. Ja, aber die wollen doch dann eher Wehrlein, oder? Das ist ein eigenes Team quasi. Ja, Wehrlein oder Bottas, wer war da noch? Ich meine nächstes noch Jahr. Noch eine Saison. Ja, für nächstes Jahr, genau. Also ich würde Wehrlein aber das war dann nur für eine Saison geben und dann Mercedes, dann könnte das auch. Oder die holen Vettel und schmeißen Lewis raus. Ja, das werden die nicht. Das werden die nicht machen. Na gut, wenn der Lewis weiter so groß kotzig wird. Und die holen sich den Alonso und dann gibt es dasselbe wie bei McLaren damals 2007. So, Signore di Button. Ach, der Fernando ist schon wieder da. Hallo Fernando. Dobos. Mich wundert, dass der noch weiterfährt. Oh ja, gerne. Finde ich gut. Das ist vorbei. Über Sainz kommt noch vorbei. Und mein Teamkollege. Hamilton auch vorbei. Sechster bin ich. Haben deine Reifen so abgebaut, meine Nase dass du keinen Ah! Beim Überrunden hast du. Aber nur gelb eigentlich. Also jetzt nochmal Gas geben, Freunde. Die WM-Führung im Auge behalten. Na, kommt der Freshfeist nochmal ran? Gas vorbei? Oder versauert der da hinten? Das alles erfahren Sie beim nächsten Rennen. Der Einzige, der hinten versauert, bin ich im Moment hier. Na, das stimmt. Naja, ein Star muss ja auch hinten fahren. Komm, ich bin gerade durch Boxenstops in den Top 20 gerutscht. Läuft bei dir? Na, immerhin. Da kommen nicht viele hin. Ja, so betrachtet eigentlich fast alle. Du musst es anders sehen. Wer darf schon bei diesem geilen F1-Projekt mitfahren? Weil du und das ja, das stimmt. Wenn du mitfahren darfst, darf ja eigentlich jeder Jockel mitfahren. Da dürfte ja sogar Oliver Geissen mitfahren. Weißt du, da wollte ich einmal nett sein, ne? Und dann kommt er so. Memo an mich selbst, nie wieder nett zu Dosen sein.
Hast du das jemals? Hallo, du hast 5 Autogramme von mir oder so. Von wie vielen du dir jemals gegeben hast? 5. So Autogramme, das sind alle staatliche Versicherungen. Ja. Dass ich Dose jetzt noch vorbeilasse in dieser Runde. Das ist sein Lebensversicherung für seine Fall seines Relax-Fahrt. Was? Leckt der TS komplett? Poppy, sag mal was. Hallo, hallo. Also ich will nicht Dose leckt, oder? Weiß es nicht. Die Porno-Uploads. Nicht, dass er gleich weg ist, das wäre natürlich eine Schande. Nee, ist nicht da. Dann sollten wir vielleicht auch mal auf den Discord oder so wechseln. Oh, mal schauen. Ja, eine Maßnahme. Mein TS wurde ja letzte Woche 2-mal gehackt. Na super. Ah, 14 Tage. Bei Nitrate? Ja, ja, Nitrate. Und nach dem S-Mann haben sie sich gedacht, ach ja, wir ändern nichts, das wird schon so in Ordnung sein. Die haben die Sicherheitslücke geschlossen, aber der hatte schon so an den Rechten rumgespielt, dass er sich einfach direkt wieder Server öffnen geben konnte. Nicht schlecht. Und mich dann gestern einfach gebannt hat. Naja, nur noch Hamilton kassiert. Fahrfehler, hallo! Oh, Papi krieg ich auch noch. Wenn ich so weitermache, ja. Wie viele sind denn noch? 4. Ja, easy. 3,5. Hamilton habe ich jetzt auf Start und Ziel. Dann geht die Jagd los. Und Papi ist nervös, man merkt schon. Ja, nicht nervös. Unkonzentriert. Richtig nervös. Würde ich gerne nennen. Wie ist das Statement von Dose dazu? Nervös, oder? Nur leicht unkonzentriert. Ach Leute, soll ich euch was sagen da draußen am Bildschirm? Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ist heute die Weihnachtsfolge? Heute ist, glaube ich, erster Weihnachtstag, glaube ich, ja. Eigentlich müssen wir noch ein Gedicht aussagen. Advent, Advent, ein Poppy brennt. Jetzt 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann raucht's gewaltig vor der Tür. Hamilton überholt. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt läuft er. Bei dir auch? Was, ich bin Runden? Schon auf Fett. Ja. Wie viel Überschuss habt ihr bitte? 1,4. Oh. Was ist los? There's a fault with your DRS system. You can't stay out and we can fix it. Naja, mal schauen. Er spielt auf Englisch. Oh, ist er von mir jetzt zu dir gewandert? Dann überhole ich einfach mal den Massa nur mit Windschatten. Geht ja auch. Poppylein. Hier ist er. Du darfst nicht traurig sein. Denn du bist nicht allein. Auch andere wurden schon Zweiter. Zum Beispiel du. Nee, nee, nee. Sprichst du aus Erfahrung? Ja. Ich werde aber nicht Zweiter in der letzten Runde. Erwischt es meinen Reifen. Groß im Hals. Immer, weil du mir hinten drauf fährst. Nee, so weit komme ich nicht. Das könnte. Weißt du nicht? 5,1 war gerade, 4,5. Oh. Weil mit dem DS könnte es auch schlimmer sein. War das nicht mal bei Schumacher in Kanada, wo es einfach offen geblieben ist? Ich glaube, ja. Und das gerade in Kanada, das ist fies. Na komm, in Monaco wäre es aber auch fies. Würde ich direkt mein Auto abstellen. In Monaco. Hoppi, einfach bremsen und ich bin da. Ja, kommen noch 2 Lesmo-Kurven. Und die kommen noch 2-mal. Sollen sie doch. Sollen sie doch sein. Aber ran und vorbei sind 2 verschiedene Paar Schuhe, ne? Letzte Runde. Warte. Startziel.
nachdem er durchgefallen ist. Ja, aber du hast ja schon 3 Sekunden Strafe auf. Ich muss nur 3 Sekunden rankommen. Fahrer vor mir. Lass mal checken, ob das stimmt, was ich sage. Drei Stopsen. Ja. Ach, nur 3? Ich muss doch 5-mal in die Box jetzt. Läuft bei dir. 3,3. Du wechseln jeden Reifen einzeln und dann nochmal die Nase. Den krieg ich nicht mehr. Oh, Faktor Mensch spielt noch eine große Rolle, glaube ich jetzt. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Faktor Reifen spielt noch eine große Rolle. Na, bei mir nicht, aber bei mir ist eher so der Faktor Mensch. Hui! Ach komm, ich jetzt muss ich den Wasser durchlassen, weil ich ihn angeblich illegal überholt habe. Andererseits, ich kann ihn eh fahren lassen, ich krieg noch 3 Sekunden. Bist du drüber gesprungen oder was? Entweder ich kann mich 3 Sekunden von dem absetzen oder ich kann ihn eh vorbeilassen, also eins von beidem, weil dämliche Strafe. Dann lass ihn vorbei. Na, jetzt überhole ich ihn gerade auf Stadtziel. Ich sehe ihn nicht im Rückspiegel. Ich hasse es, wenn ich die Autos nicht im Rückspiegel sehe. Ich weiß, wo die sind. Ach, jetzt dreht er sich hier fröhlich. Donut? Was? Macht er einen Donut? Weiß ich nicht. Er fährt gerade rückwärts in der ersten Kurve. Das sieht nicht gut aus. Oh. Erste Kurve rückwärts, dann kommen wir gleich ran. Ja, da sind wir gleich. Ob meine Reifen das durchhalten? Fuck, ey. Oh, so down schon oder was? Oh, nice. 78. Probier mal, ob du deine Reifen blockieren lassen kannst. Probier mal, ob du deine Reifen blockieren lassen kannst, deine Vorderreifen. Natürlich probiere ich das jetzt. Mit 78%. Ich probiere jetzt gar nichts mehr. Ich probiere das Ding zu Ende zu fahren. Der Motor zeigt die erste Verschleiß. Jetzt würde Poppy jetzt nicht noch drehen, würde ich ihn einfach vorbeilassen. Ja, das ist hier die Aura, weißt du, die italienische Aura. Ich fahre ein italienisches Auto, dann muss das 83, hier auch gewinnen. Das 83. geht gar nicht anders. 52. Oh, komm ich wieder weg? Von mir oder was? Ja, ja, klar. Ja? Ich hol dich nicht mehr. War so, dass ich halbwegs sicher ins Ziel komme. Fahrer hinter mir. 84. Beträgt 4,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Huiuiuiui. Drei Stopps einlegen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. War vor mir. 85. Hat er mir gerade gesagt, du machst noch 3 Stopps? Bitte ich auch. 87. Freunde, da ist er. 87%, aber Freunde, im Ziel. Zweiter immerhin. Das läuft doch. Gut und Poppy. Ist ja alles wirklich drin, ne? Zwischenzeitlich Zweiter, dann Letzter, dann Erster, dann wieder mittendrin. Ja, ja. Die fahren dann nebeneinander im Ziel, ne? Hast du das gesehen? Also war die Strategie mit viel Stopps gar nicht verkehrt, glaube ich. 5 und 6 sind nebeneinander ins Ziel gefahren. Oder 4 und 5 und wieso? 4 und 5 sind nebeneinander ins Ziel. Nice. Du musst in der Dose. Moment auf der Gegengeraden. Pascal Wehrlein fährt jetzt im Ziel. Da ist er im Ziel. Da ist sie, die Dosenbierdose. Alonso sehe ich jetzt noch. Er ist im Ziel. Ich verlässt die Strecke gerade. Wolltest du da noch in die Box? Alter. Ja. Ohne Witz. Wir sehen mal Vierter und Fünfter. Guckt euch das mal an, was die für einen Unterschied nur haben. Vierter und Fünfter. Oh, nice. Schön. Die haben einfach 1400stel Unterschied. Finde ich voll gut. Ja, weißt du, Schumacher und Barrichello haben mal 1100stel geschafft. Ja. Cool, jetzt sind wir wieder 17 auseinander. 17 auseinander, ja, Punkte, das machen wir im nächsten Rennen. Was ist das, Singapur? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube ja. Da tut Poppy mir jetzt schon leid, ne? Weil da wird richtig zerstören. Muss ich jetzt Angst haben?
Okay. Ja, ja, ja. Passt schon. So, 27 Punkte nur noch auf Red Bull. Das kriegen wir hin. Lose. Nächstes Rennen machst du bitte mal 7 Punkte. Ich würde gerne mal wieder. Unsere Curse-Meisterschaft oder was? Ach, da führe ich ja mit Abstand. Genau, das kriegst du hin. Ne? Also 7 Punkte machst du gut, weil Stefan, der fällt nämlich nächstes Rennen aus. Ich mache dann 25 und dann sind wir nämlich einfach dran vorbeigezogen. Ach ja, das kriegen wir schon hin. Die Schnacker, Freunde. Freunde der Nacht. Gut, wer macht die Abmod? Also, ich muss, glaube ich, dann. Oh, na, schon wieder. Dann. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und ja, seht bei den anderen beiden auch vorbei und ja, wenn es euch gefallen hat, sagt, dass es euch gefallen hat. Irgendwie lasst es mich wissen. Bitte. Ich brauche. Genau. Am besten mit einer Bewertung. Daumen hoch. Wäre cool. Ja, also macht man das so? Ja, Daumen hoch, Sohn. Ja, macht man. Dann mach das. Am besten mit beiden Daumen. Oder so. Kau, kau, kau. Dann, na, genau. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.